Matratze. Hier ist ein kaputtes Haus. Und da ist ein altes Lokal und Leo. Mitten hier direkt neben dem Highway. Hier ist auch noch so ein Schild. Wir haben einfach hier angehalten, weil Jana muss gleich Auto fahren, weil ich nicht mehr kann. Und das ist dabei rausgekommen. Boah! Wie cool! Boah! Ich würde sagen, das ist alt, ne? Oh Gott. Das ja. Verrückt. Boah. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Boah. Hallo, hallo? Boah. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Ah, wie cool das aussieht, schaut mal. Einfach mitten im Nichts. Es scheint irgendwie gebrannt zu haben oder so. Boah. Hier ist so eine alte Tankstelle. Das wäre halt richtig erfreulich. Ja, du kriegst nichts. Krümel, Krümel. Ist echt nichts. Was soll das? Hättest du nicht der ganze Keks, wo ist die andere Hälfte vom Keks? Da. Ja. Ist da nichts drin? Ja. Jana. Jana kriegt keins. Ewiges Pech. Ja. Wir sind jetzt schon 3,5 Stunden oder 3 Stunden gefahren. Wir sind jetzt immer noch erst kurz hinter LA und wir haben gerade kurze Pause beim Panda Express gemacht. Um Mittag zu essen, wir haben jetzt kurz vor 3 und die kriegen die Tür nicht auf. Wir fahren jetzt noch durch Las Vegas nach Cedar City, da haben wir unser Airbnb. Und ich versuche noch so lange wie es geht durchzuhalten mit dem Auto, weil ich bin die Einzige, die versichert ist. Das heißt, ich müsste eigentlich die ganze Zeit die ganze Strecke fahren, weil die alle nicht 21 sind. Aber ich kann nicht 8 oder 7 Stunden durchfahren. Das heißt, mal gucken, wie lange ich noch durchhalte. So, das ist übrigens unser Auto. Das haben wir uns gerade, haben wir uns vorhin ausgesucht bei Alamo. So sieht das innen drin aus. Ganz normal, ist eigentlich ganz gut, dass wir Cruise Control haben, also wenigstens einen Tempomaten. Ja, also geht auch vom Platz her. Hier runter, weil hier ist das Haupthaus und wir müssen runter in den Keller, weil hier unten die Wohnung ist von uns, also nicht nur von uns. Dann kommt man hier rein und hier sind die verschiedenen Schlüssel für die verschiedenen Bedrooms, weil anscheinend sind wir nicht alleine, was wir vorhin herausgefunden haben. Hier kommt man dann ins Wohnzimmer. Licht vielleicht mal an. Ah, here we go. Hier kommt man rein, hier ist das Wohnzimmer. Dann hier ist zum Beispiel das Schlafzimmer Nummer 1 und wir wissen nicht, ob da gerade jemand drin ist oder nicht. Dann hier ist das Badezimmer dazu und hier ist dann Esszimmer und Küche und hier ist halt alles voll. Also hier ist gerade aufgeräumt, aber es ist halt sonst alles voll, deswegen wissen wir nicht, ob hier gerade jemand wohnt oder nicht. Und das ist anscheinend unser Badezimmer, so wie ich das verstanden habe. Und hier ist unser Gemach. Hier schlafen Jana und ich und da schlafen Ali und Leo.
Und da haben wir noch so einen kleinen Kleiderschrank dazu. Und hier anscheinend wohnen dann, ich weiß nicht, noch ein anderer oder noch zwei andere. So, keine Ahnung, wir wissen es nicht, ich weiß es nicht. Aber wir werden es früh genug rausfinden, ob wir Nachbarn haben oder nicht. Ist noch was im Auto? Ja, hier ist noch die Frühschmerzen. Oh, ich komme.